Okay, Jungs, Mutschib erzählt dir jetzt einmal mal schnell, wie seine Woche war, weil er leider verletzt war und nicht so viel trainieren konnte, also beziehungsweise gar nicht, bis auf heute. Ja, genau, letzte Woche im Spiel habe ich mich im Hüftbereich ein bisschen verletzt. Ich konnte dann so passen, schießen mit der Innenseite, also alles, was man mit der Innenseite machen kann, konnte ich nicht. Immer wenn ich diese Bewegung gemacht habe, hat das so weh getan. Und dann habe ich noch was im Auge bekommen, so ein bakterielle Bindhautentzündung, ja, in Kontaktlinsen wahrscheinlich. In Kontaktlinsen, und dann konnte ich fast einen Tag mein Auge gar nicht aufmachen. Antibiotika haben sie. Und dann habe ich auch Antibiotika und so Zeit genommen, deswegen da ist halt nicht so gut, wenn man trainiert, weil die Antibiotika alle Bakterien tötet. Und das ist dann nicht so gut, wenn man dann nochmal richtig hart trainiert, weil dann ist dein Körper schwacher, kannst du nochmal krank werden, dich nochmal verletzen. Und ja, es gibt ja verschiedene Bakterien im Körper, also gute und schlechte. Die schlechten sind, klar, die müssen auch ja weg, aber wenn die guten auch weg sind, dann hast du zum Beispiel weniger Schutz im Körper, weil die guten schützen dich ja auch vor manchen Viren und so Zeug. Genau, und deswegen, dann hatte ich letzte Woche eine Gammelwoche sozusagen. Man kann ja auch mal, keine Ahnung, ich hatte echt lange, seit langem nicht so eine Woche gehabt, wo ich einfach keinen Ball am Fuß hatte, sondern eher nur Zeit für mich. Einfach das gemacht, was ein fauler Mensch machen würde. So eine Woche hatte ich halt. Aber trotzdem habe ich auf meinen Körper, also auf meine Verletzung geachtet, damit es schneller weg ist. Habe ein bisschen ausgedehnt, war auch beim Sitzen. Ich saß zum Beispiel einfach am Handy. Dann habe ich irgendeine Bewegung gemacht, wo es halt ein bisschen zieht. Und dann bin ich einfach in dieser Stellung sitzen geblieben, so 2 Minuten, und dann andere Positionen. Genau, aber auf jeden Fall hatte ich eine Gammelwoche. Ich habe viel mit Freunden was gemacht. Hatte auch keine Schule. Das war fast wie eine Ferienwoche für mich. Also ich hatte nur Montag Schule fertig, danach war ich einfach zu Hause. Genau, und dann war ich draußen, war auch mal ab und zu mal länger wach, mit Freunden draußen. Und ja, dann habe einfach ein bisschen Zeit für mich gehabt. Und das tat auch gut. Jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Fußball. Habe ich halt immer, aber jetzt ist es nochmal krasser, dieses Gefühl, wenn man nochmal starten kann. Und es ist einfach geil und man hat noch mehr Hunger, noch mehr Wille. Dann klappen die Sachen auch schneller. Mein Körper hat sich regeneriert, jetzt bin ich nochmal fett. Da hat man heute gemerkt, mal. Ja, und dann. Jetzt müssen wir nochmal eine ganze Arbeit reinstecken, weil ich glaube, dieser Monat ist schon wichtig für mich. Sehr wichtige Probetraining, sage ich. Das ist echt schade, weil Mutschib hätte Dienstag diese Woche Probetraining bei Bayern gehabt, musste er absagen. Mhm. Und nächste Woche wurde er zu 60 eingeladen. Am Dienstag, dann müssen wir auch schauen, ob das dann geht mit seiner Verletzung. Ja, ansonsten ist schon geil. Also wie ihr seht, die Träume werden wahr. Die Ziele, die wir gesetzt haben vor einem Jahr bei NLZ, bei 60 Probetraining zu kriegen bei Bayern. Ich war sogar dort, bei Bayern habe ich sogar gespielt, also echt krass. Also ihr seht schon, wenn man arbeitet, dann wird man schon Ergebnisse sehen, aber erst muss man die ganze Arbeit reinstecken, dann wird alles schon. Dann arbeitet ihr einfach von alleine, weil wenn ihr ein Ziel erreicht habt, dann wisst ihr, dass es funktioniert, dass es klappen wird. Bei mir war, ich wusste halt nicht, was arbeiten, das harte Arbeit, das ist nicht so, was ist das? Ich habe das durchgezogen, dann habe ich einfach in der Rückrunde so viele Tore geschossen. Nicht so, was? Wenn ich in 2 Monaten so krass werden kann, wie werde ich sein in einem Jahr? Wie werde ich in 10 Jahren sein? So muss es immer ausschauen, du musst immer so weiterdenken. Wenn ich so viel Arbeit heute mache und das täglich wiederhole, wie gut kann ich werden, so in 10, 5 Jahren? Das wird einfach krass, du wirst einfach krass sein. Und deswegen, ja, auf jeden Fall gehen wir nicht so weit vom Thema. Ja, die Woche war also, wie gesagt, also Gammelwoche, geil. Hab Zeit für mich gehabt. Ist auch wichtig, dass man mal sich Zeit nimmt für sich. Sachen macht, die man normalerweise nicht macht. Und ja, nicht so oft. Aber nicht also so oft. Also ein Gammeltag im Monat ist ja vollkommen oft. Ja, auf jeden Fall. Krass, gell, jetzt am Morgen sind noch alle da, Eichhörnchen und lauter Tiere noch. Ja, genau, das war dann meine Woche. Also, ja. Hoffen wir mal, dass es bei
oder dass das deine Hüfte da schnell regeneriert? Ja, also ja. Ich hab schon heute ein bisschen gemerkt, hatte ein paar Bewegungen, ein bisschen Schmerzen, aber ich glaube, das wird schon. Ja, weggehen. Langfristig wird es auf jeden Fall weggehen, ist jetzt nicht schlimm. Aber Verletzungen kommen auch ab und zu. Zum Beispiel, ja. Mudassar hat sich auch verletzt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen dazu erzählen. Ja. Gegen wen war das? Gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart. Ein Turnier. Da habe ich mich auch verletzt an der Leiste. Hatte Muskelfaserriss. Ich war 5 Wochen verletzt, aber jetzt bin ich wieder fit und ja. Jetzt wieder Gas geben. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich verletzt, dann nicht traurig werden oder sowas. Du kannst einfach mal die Zeit genießen oder auch während Verletzungen kann man ja arbeiten. Man kann an, keine Ahnung, schwachen Fuß arbeiten, wenn dein rechter Fuß verletzt ist oder irgendwas. Man kann immer was machen oder auch mal Zeit für sich nehmen. Oberkörperkrafttraining. Oder Krafttraining, irgendwas. Aber nicht so viel, weil dein Muskel, deine Verletzung muss sich ja auch heilen. Dass wir nicht so viel den Körper belasten. Damit man sich auch schneller heilt, also damit die Verletzungen wieder heilen. Und ja, viele Dinge machen, die Durchblutung fördern, das ist immer gut. Ja, also einfach und Joggen und so Zeug, wenn man Verletzungen hat, wo es beim Laufen nicht wehtut, kann man auf jeden Fall machen. Und Ernährung, aber immer auch absprechen mit Physiotherapeuten und so. Ja, ja. Aber es wird schon. Also auf jeden Fall, das ist schon nicht so schlimm jetzt, wenn man sich mal verletzt. Das ist normal, passiert im Fußball immer. Das sollte eigentlich nicht. Aber man muss danach halt vermeiden. In der Jugend kann man den Körper schon so stark stärken, dass Verletzungen nicht so oft passieren. Ja, deswegen, ja, jetzt müssen wir wieder daran arbeiten, mit mehr Krafttraining machen. Es ist ja auch, es kommt ja auch darauf an, wie man Fußball spielt. Das ist ja auch so. Ja, ein bisschen zu früh vielleicht. Ihr dürft nicht so viel Kraft machen, ihr müsst mehr Gefühl. Schau mal, wenn ich den Ball hier hüpfen lasse, dann springt er ja auch wieder. Und wenn der Pass scharf kommt, springt er wieder hoch. Die Kraft ist schon da. Die geht ja dann Richtung Tor. Ihr müsst einfach schauen, dass er mit Gefühl reinkommt. Gegen Schwaben aufguckt. Du kappst hier ab, schießen lass den Gegner und er erobert dir wieder den Ball. Entweder du machst direkt einen Doppel und machst du schneller, oder hast du den Ball so auf, dass du ihn schießt. Thank you.
so einfach, gell? Fuck, so knapp. Ja, Kamera. Ja, du hast Ball. Ich hab Ball. Mann, ey. Ja, nein. Du dachte, der kann doch nicht alles gewinnen. Komm. Ah, knapp.